Hallo und herzlich willkommen zu Jazztiet, dem Musikmagazin der Jazz Federation Hamburg. Heute ist zu Gast das Paul Beskers Trio und neben mir sitzt der Namensgeber des Ensembles, Paul Beskers. Hallo, willkommen. Hallo. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich habe die erste Frage an dich ist nach der Besetzung des Trios, Altsaxophon, Bass und Schlagzeug, ist im Jazz ja durchaus ambitioniert, weil es kein Harmonieinstrument gibt. Und das heißt also auch, dass jeder ein Soloinstrument spielt, um gemeinsam die Harmonie zu machen. Warum diese Besetzung? Das ist eine gute Frage. Warum? Ich glaube, das wollte ich schon immer machen. Also die Idee hatte ich schon, bevor ich überhaupt die Idee hatte, irgendwie das Ganze professionell zu machen. Mhm. und wie du bereits gesagt hast, die Besetzung ohne Harmonieinstrument
birgt gewisse Herausforderungen, aber natürlich gleichzeitig auch einige Freiheiten und Freiräume, die man ausfüllen kann, manchmal ausfüllen muss, nicht immer ausfüllen muss. Mhm. Freiräume, mit denen man eben irgendwie letztlich spielen kann und was das Ganze irgendwie auch so spannend und auch vielfältig macht, weil diese total kleine, feine, intime Besetzung, die bietet ja Möglichkeiten von ganz leise, transparent bis hin zu energetisch treibend. Und in diesem Spannungsfeld sich da irgendwie zu bewegen, da auch Stücke zu schreiben, zu erarbeiten, ist, das macht Spaß. Und deswegen mache ich das. Ja, das hat man eben auch gehört beim ersten Stück. Und meine nächste Frage ist, gibt es musikalische Vorbilder? Und wenn ja, wer sind sie? Also solche Trios mit Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug gibt es natürlich irgendwie einige, die Platten auch aufgenommen haben. Viele große Sonny Rollins hat damit angefangen zum Beispiel. Oft haben das Tenorsaxophonisten gemacht. Mit Altsaxophon gibt es tatsächlich nicht so arg viele. Ein großes Vorbild ist aber die Trioscheibe von Kenny Garrett, Triology heißt die. Mhm. Die hat auch irgendwie so soundästhetisch irgendwie mich auch für meine eigene Band natürlich beeinflusst. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine... Steve Coleman hat auch eine Trioscheibe, beziehungsweise ich glaube, es ist die Band von Dave Holland. Dave Holland Trio mit Jack DeJohnette am Schlagzeug. Ja. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie eine Band oder eine Platte, wo wir irgendwie sagen, wir wollen unbedingt so klingen wie die Leute auf der Platte oder wir wollen unbedingt so spielen. Sondern das, was wir machen, ist schon geprägt davon, was wir für Musikerpersönlichkeiten auch sind. Und was, ich meine, die Stücke, die ich schreibe, sind meistens sehr, also das Material, was komponiert ist, ist nicht viel. Und wir haben viel Freiraum, da zu improvisieren, zu spielen. Deswegen klingen die Stücke auch jedes Mal anders und das bereitet Freude, ja. Ja, wunderbar. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen nach deinem Komponieren. Du schreibst fast alle Stücke für die Band. Und wie muss man sich das vorstellen? Sind das mehr Etüden oder Etüden gedacht? Oder sind es Musikgedichte? Oder ist es Thema und Bearbeitung? Ui, vielleicht alles in einem. Ja. Oft. Mhm. Ich glaube, das kann man nicht. Vielleicht kann man das für das ein oder andere Stück irgendwie in so eine Schublade stecken. Also ich meine, dadurch, dass kein Harmonieinstrument dabei ist, komponiere ich meistens irgendwie die Stimme für Saxophon und die Stimme für den Kontrabass. Oft auf das Thema beschränkt. Ich meine, was dann eben Solo, wenn man. Oft ist es ja auch irgendwie aufgebrochen bei uns, aber oft gibt es eben auch, dass wir Thema, Solo, Solo, Thema oder sowas spielen. Mhm. Und im Thema ist dann oft eben einfach nur die Bass- und Melodielinie komponiert, die zusammen natürlich irgendwie im Idealfall einen gewissen Sinn, musikalischen Sinn ergeben. Mhm. Aber Etüden eigentlich nicht. Also soll schon irgendwie Musik bei rauskommen. Nicht ausgeschlossen, dass bei Etüden auch Musik rauskommen kann, aber üben tue ich zu Hause. Alles klar, okay, danke. Manchmal. Wie beziehungsweise wann hast du denn deine musikalischen Mitstreiter gefunden? Das ist ganz, ganz nett. Wir haben 2018 alle zusammen im gleichen Jahrgang hier an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg angefangen, Jazz zu studieren. Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt in sämtlichen Theorie-, Gehörbildungs- und Jazzgeschichtskursen. Und es hat sich... Ich habe die beiden nicht ohne Grund ausgewählt. Ja, also da findet man sich. An der Uni hast du sie getroffen? So war es bei mir jetzt, ja. Ja, ja. Okay. Ihr seid alle noch Studenten. Du bist auch noch Student der HFMT, der Hochschule für Musik und Theater hier in Hamburg. Wie weit bist du da, beziehungsweise was sind deine nächsten Ziele dann an der Uni? Also wir sind alle noch eingeschrieben. Wir sind im 9. von 8 Semestern und somit in den letzten Zügen unseres Bachelorstudiums. Mhm. Und wie es danach für uns weitergeht, also ich persönlich für mich weiß es noch nicht genau. Mhm. Ich will mir da auch noch ein bisschen Zeit lassen und das jetzt noch nicht direkt dann irgendwie im Anschluss sofort irgendwie weiterrennen. Ja. Und was die anderen beiden machen wollen, weiß ich auch nicht so genau. Okay, das ist eine Formation auf Zeit, die klingt zumindest ziemlich gut. Ach, danke. Wann hast du das erste Mal Jazz bzw. von Jazz gehört? Kannst du dich erinnern? Boah. Oder ist das gar noch nicht so lange her? Nee, doch, das ist schon eine Weile her. Okay.
Ich habe, also komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus. Okay. Und mein Vater hatte, glaube ich, als ich in der Grundschule war, ich habe dann irgendwie so mit 6 Jahren oder sowas angefangen, klassischen Klavierunterricht irgendwie zu bekommen. Das war irgendwie so, haben meine Eltern mich halt angemeldet. Und es war auch gut. Und ich habe das auch bis zum Abitur durchgezogen und bin auch froh drum, dass ich das gemacht habe. Das hat mir viel gebracht. Und dann gab es so eine Phase, glaube ich, so in, das muss in meiner Grundschulzeit gewesen sein, wo mein Vater sich, glaube ich, so ein bisschen mit Jazz auseinandergesetzt hat. Es lief auch oft irgendwie klischeeweise Paul Desmond und Dave Brubeck irgendwie CDs zu Hause. Und mein Papa, ich hatte dann so eine Band mit so 2 Grundschulkameraden, wir waren besetzt mit, ich habe Klavier gespielt und dann war noch einer dabei, der Gitarre gespielt hat und einer hat Geige gespielt. Und mein Papa hat so leichte Jazz-Standards irgendwie so für uns auch arrangiert gehabt. Und ich glaube, das war so das, wo ich das erste Mal irgendwie so auch aktiv selber mit Jazz irgendwie in Berührung kam. Aber auch diese, ja, dass das irgendwie, dass da CDs liefen, das hat mich auch irgendwie natürlich eher passiv, aber hat mich mitgeprägt. Und dann, als ich in die weiterführende Schule kam, die Schulbig Band natürlich. Ja, und da bist du, wie bist du auf dein Instrument gekommen? Da gibt's auch eine lustige Geschichte, die mein Papa mir immer so erzählt hat. Ich weiß nicht, ob sie genau so stimmt. Es gab so eine Infoveranstaltung, als es darum ging, ja, auf welche weiterführende Schule geht man. Und ich komme aus Karlsruhe und da gibt es das Helmholtz-Gymnasium, das ist ein Musikgymnasium, wo es viele Ensembles gibt. Und wir waren eben auf einer Infoveranstaltung von diesem Helmholtz-Gymnasium. Und da haben sich eben ein Chor, eine Big Band und ein Orchester, die haben sich dort präsentiert, um das irgendwie so vorzustellen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich irgendwie nur Klavier gespielt. Und die Prämisse, wenn man diesen Musikzug, den es dort gab, oder den es dort noch gibt, machen will, dann muss man in so ein Ensemble gehen. Und dann hab ich wohl gefragt, den Lehrer, der das da irgendwie alles vorgestellt hat, in welches Ensemble man denn gehen kann, wenn man Klavier spielt. Und dann kam die Antwort, ja, also Klavier spielen so viele Leute, die allermeisten gehen in den Chor. Und dann hat er eben auch diese Big Band gespielt an diesem Abend. Und ich muss mich dann hingesetzt haben und zu meinem Papa neben mir gesagt haben, Papa, ich will nicht in den Chor, ich will Saxophon lernen. Und so, okay. So muss das, könnte es gewesen sein. Ja. Danke dir, Paul. Danke. Gern. Und jetzt machen wir ein bisschen weiter mit Musik.
Thank you.
Willkommen zurück beim Gesprächsteil von Yazdit. Und neben mir sitzt jetzt der Kontrabassist der Gruppe, Lukas Kolbe. Hallo, Lukas. Hallo. Ich erinnere mich, bei unserem letzten Zusammentreffen, das muss vor fünf oder sechs Jahren gewesen sein, spieltest du in einer Schülerband eines Hamburger Gymnasiums Ebers. Und ich weiß, dass ihr gerade einen Wettbewerb bei Jugendwettbewerb Jugend Jazzt vom Landesmusikrat Hamburg einen Preis gewonnen hattet. Mhm. Und der besagte, dass ihr mit Profimusikern einen Workshop machen solltet oder gemacht habt. Und das war damals von der Jazz Federation, glaube ich, organisiert und auch hauptsächlich finanziert. Meine Frage an dich, wie kommt man überhaupt als Schüler dazu, Jazz zu machen? Oh, gute Frage. ja, irgendwie hat sich das bei mir einfach so entwickelt, auch über die Big Band von der Schule. Ich komme auch aus Hamburg vom Gymnasium Bonnwald und da gibt es vor allem einen Dirigenten, Sven Kagemann heißt er, der auch Altsaxophon spielt. Und der einfach in Hamburg eine sehr prägende Figur in der Jazzszene ist. Einfach der hat von der Hochschule sogar aus zwei, drei Jahrgängen haben, glaube ich,
6, 7 Leute Jazz studiert. Und das ist ja wirklich keine normale Quote, dass 3 Leute aus einem Jahrgang, gar nicht mal einer so schwerpunktmäßigen Musikschule, am Ende Jazz studieren. Aber der hat uns einfach so mitgerissen in dieser Band. Und dann hat sich das daraus entwickelt, dass man dann irgendwie auch Bock hatte, das irgendwie neben der Big Band einfach selbst zu machen. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich da dann irgendwie die Leute kennengelernt aus der Band von der Hochschule. Und dann hat sich das so entwickelt. War das nur die Band oder spielte auch der Musikunterricht bzw. die Lehrer eine gewisse Rolle an eurer Schule? So alles irgendwie. Ich glaube, da kam alles zusammen. Also die Lehrende, also die von der Hochschule, von der Schule auf jeden Fall. Besonders Finn Kagemann, der hat uns auf jeden Fall sehr geprägt alle. Und dann auch die Big Band hatte einfach dieses Gefühl, einfach irgendwie, ja, irgendwie, schwierige Worte zu fassen, hat einfach Bock gemacht, irgendwie, ja. Kurz gesagt irgendwie. Und dann die Leute, mit denen man sich super verstanden hat. Und dann war das irgendwie einfach in der Zeit irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie alles gleichzeitig. Ja, und vom Elternhaus her? Ja, bei uns zu Hause lief nicht so viel Jazz irgendwie. Das kam eigentlich, wir haben zu Hause, mein Vater hat immer viel Dire Straits und irgendwie, ja. So gehört meine Mutter, hat früher viel Jazz gespielt und das jetzt lustigerweise durch mich wieder entdeckt, weil ich jetzt viel Jazz mache, aber jetzt quasi so neu entdeckt. Aber zu Hause war eigentlich Jazz für uns irgendwie nie so ein großes Thema. Mittlerweile jetzt schon irgendwie, weil sie es jetzt wieder so gefunden haben. Das war ein bisschen anders als bei Paul beispielsweise, ja, genau. Was wir eben gehört haben. Wie kamst du eigentlich zum Instrument Bass? Das weiß ich irgendwie gar nicht mehr so richtig. Ich habe früher Keyboard-Unterricht gehabt oder Klavier, oh, Keyboard quasi. Und dann aufgehört, weil ich angefangen habe, Tischtennis zu spielen. Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Aber dann irgendwann wieder angefangen, als ich auf die weiterführende Schule gegangen bin. Und dann wollte ich eigentlich E-Bass spielen, weil ich glaube sogar ursprünglich E-Gitarre. Und dann aber doch E-Bass, weil es irgendwie dann so viele Leute gab, die Gitarre spielen wollten. Und dann war aber so irgendwie die Ansage in der Schule und auch zu Hause, ja, wenn man Bass spielt, dann zuerst Kontrabass und dann kann man auch auf dem E-Bass und so. Und dann habe ich Kontrabass angefangen, aber auch direkt schon E-Bass geschenkt bekommen, aber keinen Unterricht gehabt. Und dann irgendwie immer beides so gleichzeitig gemacht. Eigentlich klassisch Kontrabass und auf dem Bass eher Beatles, Led Zeppelin und so, eher in die Rockrichtung. Und dann Richtung Oberstufe durch die Big Band habe ich das dann irgendwie so zusammengelegt, dass ich dann irgendwie dann doch auf den Kontrabass Jazz gewechselt bin. Also klassisch Kontrabass heißt eine klassische Ausbildung. Ja, was ist mit Bogen? Ja. Und so ein bisschen, ja. Okay. Und wann hat sich das bei dir rauskristallisiert, dass du Jazz studierst? Ich meine, das ist ja nochmal ein anderer Schritt, als in der Big Band in der Schule zu spielen. Ja, das kam durch die bereits angesprochene Band von dem jungen Jazz-Preisträger, ja. Wo wir den Preis gewonnen haben. Durch den Pianisten Sandro, der war damals in der Studienvorbereitung in Hamburg und die haben da eigentlich nur einen Bass gebraucht, weil das natürlich immer eine Rarität ist. Und da bin ich da irgendwie reingerutscht und ich wollte, also es war jetzt nicht so, dass ich es nicht wollte, aber es war eigentlich nicht so mein Plan in der Oberstufe. Ich studiere Jazz oder auch davor Musik, habe ich immer gern gemacht, aber das Studieren war eigentlich nie so angesagt. Aber dann war ich in dieser Studienvorbereitung-Band und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und dann hat es da irgendwie dann so richtig angefangen, Spaß zu machen, irgendwie zu spielen. Und dann hat sich das daraus entwickelt. Und dann halt dieser Preis irgendwie mit der Band war dann nochmal irgendwie so, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie, was eigentlich alles möglich ist mit der Musik. Und einfach so, danach hat sich das dann eigentlich so sehr herauskristallisiert. Das ist ja gut zu hören. Ja. Was macht für dich der Reiz aus, im Paul Beskers Trio zu spielen? Erstmal meine fantastischen Mitmusiker. Also das macht total Spaß zu spielen. Pauls Stücke sind super. Die bereits angesprochen, Freiheiten, ja, einfach dieser Spielraum, den man hat und irgendwie, dass gerade durch den Spielraum irgendwie so ein roter Faden durch die Musik geht, aber es trotzdem jedes Mal anders sich entwickeln kann und das hat einfach so einen ganz eigenen Reiz zu spielen. Sehr gut. Was sind deine nahen und fernen Ziele jetzt im Bereich Musik, Jazz, Lebensplan? Das ist auch eine gute Frage. Erstmal Bachelor fertig machen. Wie Paul meinte, sind wir gut dabei im 9. von 8. Semestern. Irgendwie erstmal meinen Abschluss fertig bekommen und dann sortieren, was ich wirklich will. Also was für Musik ich machen will. Was, also ich will auf jeden Fall Musik machen, aber in welche Richtung es genau geht, einfach mal ein bisschen sacken lassen, sortieren und dann mal gucken, wo die Reise dann hingeht. Aber erstmal alles ein bisschen reflektieren, das Studium. Meine letzte Frage ist,
Was macht dir Gänsehaut bei der Musik? Was ist Gänsehautmusik für dich? Ich glaube, wenn sie ehrlich ist. Irgendwie, ich glaube, man merkt das einfach nochmal. Okay. Irgendwie gar nicht irgendwie das krasse Solo, was irgendwie so total irgendwie aufgeht oder irgendwie so ein, diese riesigen Momente. Ich glaube, es ist eher, wenn man wirklich irgendwie eigentlich so fühlt, was die Musiker oder Musikerinnen, glaube ich, gerade fühlen in dem Moment. Ich glaube, das ist irgendwie, da merkt man immer, ist was Besonderes, wenn man irgendwie eigentlich diese Energie von den Musizierenden und einem selber irgendwie die gleiche ist. Mhm. Das habe ich irgendwie letztens so gemerkt. Irgendwie dann geht es einem richtig nah, glaube ich. Super. Danke auch dir für die ehrliche Antworten. Ja, vielen Dank. Und wir machen jetzt wieder weiter mit dem Paul Beskas-Trio und der Musik.
Willkommen zurück zum Gespräch. Bei mir ist jetzt Jan Zeimetz. Hallo. Hallo. Der Schlagzeuger der Gruppe. Er ist zum wiederholten Male hier dabei, bei Jazztit, bei unserer Sendung. Du warst bei unserer Pilotsendung schon dabei. Und das heißt, du bist ja dann ein gefragter Musiker in Hamburg. Das freut mich. Wenn und in der Jazzszene. Und meine erste Frage ist, muss man oder sollte man als Jazzer eigentlich auch Medienprofi sein? Das kommt ganz drauf an, was man für Ziele hat, würde ich sagen. Wenn man als Ziel hat, dass man finanziell erfolgreich sein will mit seiner Musik auf kurze Sicht, dann macht es schon Sinn, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie kann man sich irgendwie filmen, wie kann man seine Musik bewerben, um halt irgendwie an Auftrittsmöglichkeiten zu kommen. Aber ich denke, wenn es wirklich um die reine Qualität der Musik geht und wenn man einfach ein Musiker oder eine Musikerin werden möchte auf einem ganz hohen Niveau, dann sollte man sich nicht zu sehr von diesen Medien ablenken lassen und nicht zu sehr darauf fokussieren. Ja, Social Media spielt ja wirklich schon eine große Rolle, auch in der Randmusik Jazz. Und es wird ja schon vieles in Klicks gemessen. Spielt sowas eigentlich auch an der Hochschule eine Rolle, dass man Formate hat, wo man sowas vielleicht lernen kann? Oder? Es gibt viele Möglichkeiten, sowas zu lernen mittlerweile. Ja. Wir haben Kurse, die uns berufsvorbereiten, vorbereiten auf das Leben nach dem Studium, die uns zum Beispiel zeigen, das ist wichtig zu beachten in der Zukunft. Ihr braucht zum Beispiel eine Website oder wenn ihr ein Konzert veranstaltet, achtet darauf und dass ihr dort auch Werbung macht. Und zusätzlich gibt es auch viele Seminare, die blockweise sind, wo man zum Beispiel darüber lernen kann, wie man speziell bei Instagram Werbung schalten kann und wie man vielleicht auch Inhalte so postet, dass möglichst viele Zuschauerinnen zu den Konzerten kommen. Deine beiden Kollegen haben ja eben erzählt, wie sie zum Jazz gekommen sind. Durch das Elternhaus, durch die Schule, durch die Big Band. Wie war das bei dir? Bei mir war es auch durch das Elternhaus ganz klar. Also meine Eltern machen beide Musik und sind Musiklehrer und sind auch noch aktiv am Musik machen. Und auch mein Bruder ist Bassist und mein Onkel ist auch Bassist in einem klassischen Orchester in Polen. Und Musik war immer um mich herum und ich bin schon in jungen Jahren durch das Glück, dass meine Eltern mich immer zu Konzerten mitgenommen haben, auch in Kontakt zur Jazzmusik gekommen. Und habe auch eigentlich angefangen zu musizieren durch Improvisation. Sehr schön. Und dieses Trio, was bedeutet das für dich, die Musik dieses Trios? Ich denke, das Schöne an dieser Band für mich ist vor allem, dass wir zusammen quasi aufgewachsen sind, auch an der Hochschule hier und in Hamburg. Und das Trio hat uns auf dem Weg immer begleitet und wir sind daran sehr gewachsen. Und es war schön zu sehen und ist schön zu sehen, wie wir immer besser werden. Und das bedeutet mir schon auch sehr viel, dass man diesen Fortschritt sieht und Pauls tolle Musik spielen kann, auch in dieser Besetzung, die anfangs auch für mich etwas ungewohnt und nicht so leicht war. Aber ja, ich bin immer mehr hineingewachsen in diese Aufgabe. Du hast ja in 2023, in diesem Jahr, ziemlich viel vor, wie ich weiß. Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen in deine Pläne in diesem Jahr? Also ich werde ein Austauschsemester machen am Pariser Konservatorium. Und bin auch glücklicherweise dieses Jahr Teilnehmer geworden vom Bundesjazzorchester und werde dort auch auf Reisen gehen und bei Proben teilnehmen und werde zusätzlich jetzt auch vor allem in der nächsten Zeit viel mit einem Quartett unterwegs sein, mit Bluff. Wir werden unser Album veröffentlichen und haben jetzt im Februar und März eine dreiwöchige Tour. Und
freue mich total, dass es irgendwie neben der Hochschule auch schon losgeht und man Projekte hat und dass man vor allem Musik vor Leuten spielt. Wunderbar. Und noch zwei kurze letzte Fragen. In welcher großartigen internationalen Band oder Ensemble oder Orchester würdest du gerne einmal spielen? Ich würde super gerne mal in Branford Marsalis Quartett spielen. Okay, das ist ja. Du bist gebürtiger Dresdner. Richtig. Und jetzt schon einige Zeit in Hamburg zu Hause. Hast du manchmal eigentlich Heimweh nach Sachsen oder den Weinbergen von Radebeul? Ja, absolut. Hast du? Ich habe dann immer mehr eigentlich Heimweh, weil ich immer mehr zu schätzen lerne, wo ich herkomme. Okay. Und auch meine Freundschaften und meine Familie dort natürlich auch öfter vermisse und auch die Landschaften, ja, die sehr abwechslungsreich sind im Vergleich zum Hamburger eher flachen Land. Herzlichen Dank. Danke dir. Und ich sage auch Ihnen herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu und bis bald. Thank you.